Oh, ich muss noch überlegen, ob ich jetzt die 5 plus Stärke nehme. Weil wer braucht schon Cutter? Arschloch. So, ruckeldi-buckeldi. Gucken wir. Ich will einfach mit allen reden, ob ich alles gemacht habe. Ich will ein besserer Dieb Ich werden. will ein besserer Dieb werden. Geschick. Was hat das damit mit Dieb sein zu tun? Ich brauche Dietrich hinein. Hä? Ich dachte, da wäre noch eine Quest oder so, aber scheinbar nicht. Hallo, hast du noch Nicht was? alles lässt sich durch Worte klären. Doch, zum Beispiel, wie sexy findest du mein neues Schild? Das kannst du mit Worten. Aber ne, okay, du musst nicht mit Worten, du kannst auch mit was anderem. Ahahaha, nämlich mit Geld. Was ist hier eigentlich? Was ist hier hinter? Ach so, ja, da wo keiner sitzt. Schon gut, ich weiß wieder. Dürne. Suchst du was? Ist was? Oh. Hallo. Hallo. Keiner hat mehr was für mich? Was willst du? Wenn du mir nichts zu sagen hast, hau ab. Da kommt scheinbar noch was. Ich brauche Ruhe. Deshalb stehe ich hier so dumm rum. Aber hier noch irgendwas klauen. Hätte auch einfach warten können und alles hier jetzt wegnehmen. Ja, das ist doch hier, genau, das ist der Raum. Voll gemütlich eigentlich, diese Bar. Aber keiner sitzt da. Hallo. Später vielleicht. Aha. Immer wieder so ein Tux. Ja klar, und den Gürger gibt's wirklich. Sie haben ihn einfach in die Festung geworfen. Das Na komm glaubt jetzt. einem keiner. Na komm. Oh, cool. Ich wollte da hoch. Aha. Daneben nicht. Komm, dann springen wir jetzt hier runter. Wir haben ja Akrobatik. Nicht Aerobik. Oh nein, ich wurde trotzdem getroffen, glaube ich. Ach, ich weiß es nicht. Ah, ich weiß es nicht. Okay, es ist langweilig. Suchst du wen? Jo, nee. Ich überlege immer noch, was ich machen soll. Hallo, zeig mal, wie man Zeige kämpft. mir, wie man kämpft. Stärke plus 5. Wie hatte ich eigentlich noch? Warte kurz. Ich habe 20. Ich möchte Schmieden noch lernen. Stärke könnte ich mir 5 plus geben gerade. Ich brauche noch. Taschentücher, Schlösser öffnen habe ich schon ganz voll. Akrobatik. Ja, dann brauche ich den Ring nicht mehr. Dann Schmieden und Alchemie. Weil dann werde ich mir jetzt einfach den Stärketrank zu mir nehmen. Es sei denn, ich möchte über die 100 kommen. Aber muss das sein? Ich weiß es eben nicht. Bei dem Spiel ist das so ein bisschen seltsam. Oh, Amulett. Ich kann noch einen Ring tragen. Na dann. Was machen wir denn da? Ring des Stabkämpfers, nein. Schutz vor Stichwaffen, Schutz vor Schiebwaffen, Klingen, Stärke plus, Schleichen plus, Weisheit minus, natürlich. Na, das Einzige, was einigermaßen gut ist, ist entweder Stärke plus oder dieser Schutz. Da, warum nicht? Schön viel Schutz vor allem. Ist auch gut. Weil dann könnte ich nämlich auf Schwertkampf mal ein bisschen mehr machen. Ich weiß nicht, ob das das bringt, aber ich glaube schon. Dann werde ich jetzt dir sagen, tschüss und nehme mir den Trank, die Stärke dauerhaft erhöht. Stärke plus 5. Oh yeah. Und die maximale Lebensenergie kann ich eigentlich die ganze Zeit schon benutzen. Plus 10. Wie viel hat man? 230. Wäre vielleicht auch ganz gut. Bevor ich es mir die ganze Zeit aufbewahre, ist auch blöd. Und das Gold. Nein. Gluck. So welche brauche ich in meinem Leben auch.
250 und Stärke 53. Das ist doch schön. Jetzt gehen wir, oh, nee, die Sonne geht doch, die Sonne geht langsam unter. Jetzt gehen wir nämlich. Nö, von dir will ich nichts wissen. Von der Bitch auch nicht, die hat mich angelabert. Ach ja, das ist, als ob man. Also eine Erinnerung. Ich meine, es ist gar nicht so lange her, aber es ist so, ach, damals, als man in der Stadt rumgelaufen ist. Und trotzdem sieht sie anders aus. Gerade nicht. Jo, wann dann? Dick, ich bin's. Reden. Alle wollen immer nur reden. Okay. Hallo, Captain. Patty hat die Stadt verlassen. Ich habe gewusst, dass das passiert. Sie will sich mit Stahlbart treffen. Natürlich, ihr Vater. Gut gemacht, mein Junge. Hier hast du eine Belohnung. Habe ich sie verraten? Jetzt werde ich mich auf einen großen Kampf vorbereiten. Die Jagd geht weiter. Ups. Ups. Was wirst du jetzt tun? Ich bleibe erstmal hier und warte einen günstigen Moment ab, um diese stinkende Zelle ungesehen zu verlassen. Bald wird es äußerst ungemütlich hier auf dieser verfluchten Insel. Hab ich Patty jetzt verarscht? Besser für dich, wenn du nicht in der Schusslinie stehst, wenn es losgeht. Ich pass schon auf mich auf. Ja, das wirst du. Du wirst doch eine große Rolle in der ganzen Scheiße hier spielen. Das habe ich im Blut. Wir werden uns bald wiedersehen. Lass dich nicht unterkriegen, mein Junge. Okay. Jetzt nicht. Fuck. Was habe ich nur gemacht? Ich wollte Patty eigentlich verraten. Ah, man weiß nicht, was man bei einem Spiel klicken kann und was nicht. Aber meistens ist es ja nicht so schlimm, ne? Es sei denn, er tötet jetzt Patty. Dann wiederum, scheiß drauf. Was macht Patty schon? Patty hat aber noch weiß diese Schatzkarte von ihrem Vater. Ich habe schon viele Schätze gefunden, nichts davon kann ich öffnen. Also so gesehen, scheiß drauf. Mir doch egal, ihr könnt mich alle mal. Ah, wie das plötzlich anders aussieht. Man ist das überhaupt nicht gewohnt. Ah. Oh nein, pass auf. Hans, guck in die Luft. Der ist ja auch ins Wasser gefallen. Nee. Ich meine, ich würde mich jetzt gerne rollen. Wie bei Zelda macht man das immer mit Link. Link ist ein bisschen so wie so eine Katze, die was hochkotzt. Na, sieht man auch so Blut. Scheinbar wurde hier eine Kuh getötet. Ich möchte ihm das nicht sagen. Warte, wir gucken mal. Wir gucken mal, was er dann sagt. Ich habe den Spion gefunden. Und Sid hat ihn beauftragt, richtig? Ja, es war Doyle, einer der Tagelöhner. Er hat die Hosen voll und will nicht in die Vulkanfestung. Wie sieht's aus? Doyle ist verschwunden. Was denn? Sid ist seinen Zeugen losgeworden? Du warst nicht vorsichtig genug. Hm. Jetzt haben wir nichts mehr gegen diesen Banditen in der Hand. Wir werden in Zukunft noch besser auf ihn Acht geben müssen. Nein, jetzt nicht. Naja, gab mir Erfahrung. Das ist doch schön. Hallo. Taschendiebstahl, endlich. Kennst du einen guten Witz? Klar. Die Kuh eines Bauern ist krank. Besorgt fragt er seine Nachbarn. Was hast du denn damals deiner Kuh gegeben, als sie so krank war? Ach so, weil ich habe ja mal schon gekämpft. Stimmt ja. Ich habe ihn schon ausgenommen. Lass uns handeln. Plus 25. Das ist ja gar nicht so teuer. Warte kurz. Das hier gibt nämlich 75. Ja, okay. Na, das ist 25 egal. Aber ich kann ja trotzdem mal holen. Weil es immer noch besser als das andere. Aber eigentlich ist es vollkommen egal. Wurst. Wie viel Wurst habe ich denn? 3 Wurst. Gib mir mal ein paar Wurst. Für später. Und rohes Fleisch müsste ich eigentlich jetzt alles noch haben. Jupp. Tschüss. Du, wegen dir musste ich abbrechen. Was willst du? Hallo Mo. Ich würde dich gerne beklauen. Warte mal, die Leute, die gar nicht mit mir sprechen. Ich trau dir nicht. Die ich also gar nicht beklauen kann. Ja, ich weiß, halt die Fresse. Hallo Mo. Na, mal gucken, wie lange du durchhalten Warum kannst. Warum bist du hier?
Okay, Intervention oder was? Ich werde dir besser auf die Finger schauen, solange du hier bist. Was ist? Was willst du? Ja, das könnte ich euch fragen. Oh, ein Schrank. Habe ich den schon geöffnet? Soll ich den Schrank mal öffnen? Wollt ihr zugucken, wie ich diesen Schrank öffne? Dieser wunderschöne Mahagoni-Schrank öffnet sich sehr leicht und auch leise. Ich weiß nicht, ob ich den Schrank geöffnet habe, aber ich denke mal schon. Tschüss, ihr Bitches. Alle blöd. Ich hasse euch alle. Da war ich schon. Hallo, Walter. Was? Na, woher kommt der überhaupt her? Ich habe Eisenerz für dich. Ich habe Eisenerz für dich. Gut. Was willst du? Rohling für ein Schwert. Nein, zurück. Scheiß drauf. Reichen dir nicht erstmal 10 Werkzeugbeutel? Ich mache keine halben Sachen. Bring mir 15. Die Hälfte von 15 ist nicht 10. Okay? Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Ja, schon gut. Ich brauche deine Hilfe. Worum geht's? Worüber würdest du dir Sorgen machen? Das habe ich doch schon alles hingekriegt. Manno, brauche ich doch nicht mehr. Was kannst du mir beibringen? So, weil Schmieden ist doch super gut hier. Der kann mir auch Stärke. Wer braucht Cutter schon? Alle können mir hier mehr Stärke bringen, aber ich brauche besser Schmieden. Ich will Bastardschwerter schmieden. Wie man eine Waffe schmiedet, weißt du ja schon. Aber um größere Waffen zu schmieden, musst du deine Technik ändern. Eine große Klinge kühlt schneller aus. Tschüss, Mo. Deshalb musst du schneller und präziser arbeiten. Fass den Hammer weiter oben an. Dann brauchst du nicht so viel Kraft und du kannst schneller arbeiten. Ja. Diese Präzision hilft dir auch beim Goldschmieden. So kannst du feinere und mächtigere Schmuckstücke herstellen. Wie viel habe ich denn überhaupt noch? Soll ich noch mehr schmieden? Hier. Du kannst 2 und magische Amulette herstellen. Wäre natürlich cool, oder? Aber ich bin auch überlegen, ob ich Alchemie lerne. Mach mal Ende. Ich habe nämlich 15. Du kannst kleine Tränke herstellen. Du kannst normale... Walter, komm mal her. Jetzt, komm, jetzt machen wir das. Was kann... Mach mir schmieden, komm. Ich will 2 Handschwerter schmieden. Du musst den Schmiedehammer auf der glühenden Klinge tanzen lassen. Ja, ja. Mach hier viel Omelette. Schnelle und präzise Schläge. Wenn du dieses spezielle Singen der unfertigen Klinge hörst, machst du es richtig. Nur so kannst du die allerbesten Eigenschaften des Metalls hervorholen und wahrhaft meisterliche Stücke anfertigen. Hervorholen. Dankeschön. Tschüss. Ich gehe mal an deine Schmiede und so, ne? Wir sind ja Best Buds, wir machen das schon. Hallo. Es sollen alle gestorben sein. Ja? Oh mein Gott. Unbewaffnet kriegt mich da keiner hin. Wovon redet ihr? Ich habe keine Ahnung. Sowas hat noch nie jemand gesehen. Sollen wir jetzt mal vögeln? Ich glaube, das hab ich ja einmal schon gemacht, als hier so, ne? Extra. Reden. Alle wollen immer nur reden. Mir geht's gut. Und dir? Aber es gibt vielleicht Erfahrung. Und es gab, glaube ich, Erfahrung, ne? Und kostet eh nicht viel. Aber ich weiß nicht. Ach, jetzt... irgendwie hat es verdient. Vielleicht mag der das ja. Ne, hier, namenloser Held, magst du das oder nicht? Willst du vögeln? Sind wir mal nicht so. Ich würde gerne mal beklauen. Wie kann ich jemals die Schatulle wegnehmen? Egal. Hallo Sonja. Ich brauche Informationen. Was willst du? Bla 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 bla. Gib mir ein Mädchen für die Nacht. Ach komm, ja komm, machen wir es. Im wahrsten Sinne des Wortes. Olga ist gerade frei. Sie ist da drüben, aber benimm dich. Olga ist immer frei. Neue Quest, eine Nacht mit Olga. So bin ich nicht nett. Ich hab es. Das ist fein, Liebster. Erfahrung, Liebster. Ich verspreche dir. Nein, nicht da. Du bist ein toller Junge, weißt du das? Danke. Merkwürdig, dass du mir vorhin nie aufgefallen bist. Ich bin ja auch noch nicht lange hier.
Tja, wie er sich wieder angezogen so hat. Und dann sagt sie erst was. Guck mal, bleiben, oder? Sie muss sich, er muss sich so viel anziehen. Schade. Es sei denn, er hat einfach nur die Hose hier so rausgeholt, fertig. Aber ich lass dich nicht gehen, ohne dir noch etwas mit auf den Weg. Ja, das haben wir alle schon gehört. Wenn du mal jemanden verärgert hast und er, ja, vielleicht deine Chefin. Aber das heißt, entweder hat sie sich nicht ausgezogen oder sie hat so lange gewartet, bis sie angezogen hat. Er kann so einiges wieder gerade. Ja, ja. Danke. So. Süßer. Oh. Das war ziemlich laut. Ja, ja, der namenlose Held ist halt lauter. Man kann nur einmal vögeln? Ja, dann habe ich das ja gut jetzt aufbewahrt. Ach, irgendwann beklaue ich euch noch. Keine Sorge. Irgendwann. Und dann haue ich euch um. Und dann erzähle ich einen Witz und das war's dann. Wie viele Witze habe ich überhaupt? Weil eigentlich können die mir ziemlich egal sein. Ich habe schon 9 Mal Witze erzählen. Ich möchte die Schatulle. Ich möchte wissen, was in der Schatulle drin ist. Du siehst nichts. Du Dieb, ich bring dir Manieren bei. Nein. Hey, das habe ich gesehen. Los doch! Ja! Ja. So. Und ein Buchständer. Seifenschaum und Männertraum. Das besondere Vergnügen. Oh la la. Erfahrung plus. Noch irgendwas? Ja, das war's scheinbar. Ich spreche nicht mit Dieben. Hier gibt's nichts zu holen. Ja, außer Panty Shot. Extrem Panty Shot. Lass mich in Ruhe, du Dieb. Ich hab's einfach mal geklaut. So, was haben wir denn gefunden? Da. Schatulle, da ist bestimmt was drin. 50 Goldmünzen. Na, super. Na, super. Dann haben wir die Halskette geklaut. Wo ist das hier? Eine Perlenkette, eine Halskette. Kann man auch verkaufen, sehr schön. Und dann hatte sie noch bei sich? Ich kann da nie hinkommen, ich kann das nie sehen, das nervt ein bisschen. Weil man beeilt sich immer so. Und dann weiß man nie, was die bei sich trugen. Ich glaube, ein Apfel oder so war das. Aber die sind eh nicht wichtig. Also, scheiß drauf. Soll ich einen Witz jetzt wirklich verschwenden? Nö. Ich spreche nicht mit dem. Ja, irgendwann so, in ein paar Tagen, da werden wir zurückblinken und herzhaft lachen, Sonja. Dass ich deine Olga gevögelt habe und dann bin ich her und hab dir eine Schatulle weggenommen. Weißt du, wir werden wirklich lachen, weil ich habe einen Witzezauber. Du musst lachen. Okay. Aber mir ist es auch ziemlich egal. Ich habe ja alles, was ich von euch haben wollte. Hallo, Carol. Wir waren noch Freunde. Oh, jetzt zickt ihr auch rum. Wir müssen ja eh nachher nochmal nach hinten, um wieder rauszukommen. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Was guckst du so? Ja, weiß ich auch nicht. Nein, jetzt nicht. Ja, dann nicht. Entschuldigung. Hallo, Jack. Einer, der nicht so alt aussieht. Schwarze Perle. Sehr selten. Habe ich, glaube ich, verkauft bei ihm. High Steak möchte ich. Ach so, nee, das ist ein High Steak. Ups, das ist mir zu teuer. Das ist mir zu teuer. Hier soll man hochkommen durch Springen. Ich guck mal. Wie soll ich da durch Springen hochkommen? Ah, okay. Ach, hätte ich das gewusst. Nein. Manu. Okay, ich will da jetzt hoch, aus Prinzip. Hätte ich ja den Telekinese-Zauber nicht benutzen müssen. Naja, was soll's. Dann bleib doch mal da jetzt.
Wirklich. Wirklich, wirklich. Vielleicht soll er da auch gar nicht hoch. Aber ich will da ganz hoch. Alter. Nein. Siehst du, du kannst das, du schaffst das. Ah, du schaffst das. Ich glaub an dich. Nein. Komm, guck. Noch ein bisschen. Nein. Oh. Ah, was ist denn da oben? Aber guck mal, da kann man ganz nach oben irgendwie. Aber wie? Nee, warte. Wenn ich da hochkomme. Ach, ich glaube, ganz nach oben kann man nicht. Fertig. Aufgegeben für Anfänger. Ich wäre aber gern nach oben gekommen. Das ist mir jetzt zu doof. Ich brauche ein stumpfes Schwert. Hallo, Edgar. Unterrichte. So, neuer Schwertkampf kostet 10. Verdammt. Und Armbrust auch. Oh. Ich habe nur noch 10. Das wollte ich doch machen. Oder Alchemie. Ah, ärgerlich. Und ich sehe mal wieder gar nichts. Was denn? Dabei habe ich es doch schon alles hochge... Mit deinen Problemen musst du ja, wohl allein. Alles hochgeschraubt. Hallo. Leonardo. Du machst also Geschäfte mit dem Don. What? Gary hat sich einen Teil der Ware abgezwackt. Gary hat sich einen Teil der Ware abgezwackt. Wusstest du das? Was? Gary? Nein, davon hatte ich keine Ahnung. Wollte ich ihn verraten? Dieser Idiot. Ich habe ihn davor gewarnt, sich mit dem Don anzulegen. Ich gehe davon aus, dass du dich darum gekümmert hast. Hier, nimm einen Heiltrank für deine Mühen. Danke. Ein Heiltrank. So, du machst also Geschäfte mit dem Don. Wie kommst du darauf? Das ist nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass ich es weiß. War hier eigentlich noch eine Truhe oder so, die nicht... Ich helfe lediglich bei der Verarbeitung von ein paar Pflanzen. Das ist alles. Schon gut, ich will dir keinen Ärger machen. Das wird der Inquisition... Ja, natürlich, ich bin ja auf der Dieb-Seite schon. Schon gut, ich will dir keinen Ärger machen. Gut. Hier, nimm ein kleines Geschenk. Und wenn du mehr brauchst, kommst du zu mir und wir handeln. Schon wieder ein Heiltrank. Hast du noch Tränke? Ja, hat er noch. Und zwar, das brauche ich. Und davon auch mal ein paar. Joa, das geht alles noch. Trank der Lebensenergie und Mana. Nö, das ist doof. Fläschchen, was habe ich denn hier? Die brauche ich ja immer, wenn ich mir jetzt gleich mit Alchemie anfangen möchte. Wie viele Fläschchen habe ich denn? 44 Fläschchen, ja okay, das brauche ich also nicht, wirklich. Aber das wäre ganz gut. Wein. Ah, nee, schon gut. Das ist nur für andere Sachen. Rezepte. Da habe ich. Rezeptur für kleinen Heiltrank. Für normalen Heiltrank. Benötigt Alchemie 2. Warte, die kaufe ich mir mal und. Nö, den Rest brauche ich nicht. Danke. Danke, das ist nett. Komm, kann ich mir die anderen auch noch holen. 520. Übertreib mal hier überhaupt nicht ein bisschen doll. Was kannst du mir über die Alchemie beibringen? Unterrichte mich in der Alchemie. Jo. Einige Pflanzen sind mit der dir bereits bekannten Methode nicht zu verarbeiten. Sie müssen filtriert und ein weiteres Mal aufgekocht werden. Dann erhältst du häufig stärkere Tränke. Danke. Habe ich, glaube ich, schon nichts gelesen. Neues. Jo. Schade, dass nichts Neues ist. Und er meckert mich gar nicht an. Das ist ja nett. Ich mag dich. Auch wenn ich dich am Anfang extrem ausgenommen habe. Alchemie. Ah, fuck. Ich dachte, ich kann vielleicht mehr machen als das. Ich habe auch bis jetzt sehr wenig gefunden, muss ich zugeben. Aber hier, Heiltrank. Fläschchen, Heilpflanze und Wein. Das ist doch super. Würde ich mal sagen. Passt auch direkt mit der Heilpflanze. Oh, red nicht so laut, Frau. So. Sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus.
Denn jetzt haben wir 22 normale Heiltränke. Da fehlt uns Wein. Jo. Wein, Wein, Wein. Hast du noch Wein? Ich brauch Wein. Hast du noch? Sehr gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Fläschchen kannst du mir auch mal ein paar geben. So, 12 Fläschchen und alles Wasser. Okay. Tschüss. Denk mal, er hat im zweiten Kapitel dann mehr für mich. Sehr gut, sehr gut. Die Ernte geht vor die Hunde, so viel ist schon mal klar. Hallo. Sandwich. Ja, es wird immer schlimmer. Warte mal, so funktioniert Sandwich aber irgendwie nicht. Na doch, wenn du dir was umschnallst. Oder du. So ist das wohl. Okay, schon gut. Sich keiner mehr bei dem Wetter da draußen. Die Wache, Wassertrog, Schmiedeknecht. Wollen wir mal gucken. Ich glaube, da konnte ich glühender Stahlröhne, also kann ich am anders machen. Bastardschwert. Ach so, da brauche ich eine Schwertspitze. Man braucht die Schwertspitze trotzdem. Also ich könnte mir das hier machen. Stahlrohling 1. Brauche ich nur 1? Hä? Stahlrohling 1 von 1. Stahlrohling. Hä? Wie viel habe ich denn jetzt von den Stahlrohling? Verwirr mich doch nicht. Zweihandschwert Stahlrohling. Okay, das sind verschiedene. Jo, nö, muss aber nicht sein. Ne? Oder? Ich brauche einen glühenden Ruhm. Ich mach das drin. Hallo. Zeig mal, was du hast, Bitch.